der gute alte Onk. Ah, ich habe das Innere des Ortes nie gesehen, weißt du? Ich bin mir nicht sicher, ob ich in ohnmächtige Wut verfallen oder mich einfach den Stillen freuen soll. Wie dem auch sei. Ich habe dich beobachtet, Rifkadio. Deine Ankunft war etwas überraschend. All diese Jahre hast du deinen Kreislauf pflichtbewusst durchlaufen und bist mir in Sixpence in die Kapelle gestorben. Dann rennst du plötzlich durch die Gegend und ruinierst alles. Es hat ein wenig gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Dann wusste ich, dass diese blutige Kreatur ihre Finger im Spiel haben musste. Ich bin mir sicher, dass sie sich diese Geschichte über mich und das, was hier vor sich geht, ausgedacht hat. Aber sie haben sicherlich einige wichtige Informationen ausgelassen. Ich werde ehrlich mit dir sein, Bone. Ah, ich könnte dem All jetzt ein Ende setzen. Ich könnte dir ein Ende setzen. Ich habe die Kraft dazu. Vielleicht hat sie recht und ich bin ein Monster. Aber wir alle hier könnten Monster sein. Ich will, dass du es siehst. Dass du es verstehst. Komm mit mir. Jetzt wird's spannend. Also, die erste Frage lautet, bin ich wirklich ein Mörder? Die Antwort darauf lautet mit völliger Gewissheit, ja. Siehst du diesen Mann dort? Der liebe Reginald. Ich habe ihn getötet. Er ist ein Mausetod. Zwar war es nicht mein Finger am Abzug, aber es war mein Befehl. Und es war auch Familie. Sixpence ist völlig erstarrt. Sein Gesicht weist Fassungslosigkeit und Qual auf. Der Angestellte wirkt sehr leidenschaftslos. Er macht seine Arbeit weder im Guten noch im Bösen. Oh! Ah, das Herz des Casinos, unser lieber Freund Clay. In diesem Szenario ließ ich ihn durch eine Dosis Spinnengift sterben, von der gleichen Spinne, die anscheinend seine liebe Frau verschlingen sollte. Er genehmigte sich gerne einen Drink, der gute Clay, aber natürlich nie während der Arbeit. Ah, ich Idiot! Damn! In den leblosen Augen von Sixpence Roboter-Prototypen ist beinahe eine gewisse Traurigkeit erkennbar. Das Gift hat Fleisch rund um Clays Mund völlig zersetzt. Eine schreckliche Art zu sterben. Er wird quasi von innen aufgelöst. Läuft bei ihm. Wie passend. Trinity, sie war so schön. Die Motte im Mondlicht. So würde sie von Clay genannt. Sie liebte diesen Namen. Daher empfand sie es als äußerst passend, wenn sie von meiner riesigen Spinne gefressen wurden. Ich habe nie eine gehabt. Sicher. Ich war sicher, dass niemals etwas so Großes werden könnte. Aber was hab ich es mir gewünscht? Ich hätte in einen Raum gehalten, genau wie diesen hier. Was? Okay, krass. Ah, du willst dir gar nicht vorstellen, welche Qualen sie erleiden musste, festgebunden mit dem Tod vor Augen. Eine Kreatur des Albtraums. Tequilas Körper ist übersät mit tiefen Schnitten.
Der hier war wirklich fantastisch. Als wir diesen Fisch gefunden haben, wollte ich die Geschichte um ihn unbedingt glauben. Ein Voodoo-Fisch. Ich schätze, dass es bloß ein besonderer farbprächtiger Guppy war. Der Mann, der ihn mir verkauft hatte, dachte wohl, ich sei der naivste Mann auf Erden. Aber ich habe nicht für diesen Fisch bezahlt, ich habe für die Geschichte bezahlt. Eleonore nannte mich einen Idioten, aber sie liebte es, ihn in meinem Aquarium zu beobachten. Nie zuvor habe ich mein Geld so wohl überlegt ausgegeben. Ich würde gerne behaupten können, dass ich Willow niemals erhängt hätte, aber ich habe schon vor langer Zeit damit aufgehört zu versuchen, das Tun anderer Leute zu verstehen. Ja, immer ein bisschen schwierig. Willows Gesicht ist schmerzverzerrt. Einst dachtest du, dass diese Kreatur alle Antworten hatte. Sie ist aber nur eine Fiktion. Ein Schreckgespenst. Ich hätte die Kerze, glaube ich, gar nicht anmachen können. Miss Tequila Bell, was für eine Stimme. Sie war ein lebendes Kunstwerk. Ich habe sie mit den Noten ihres Leidens umgebracht. Dann haben meine Angestellten ihre Leiche im Müllschacht entsorgt. Ziemlich böse, ja. Der Angestellte scheint irgendwie stolz auf das Chaos zu sein, das er verursacht hat. Tequila, aufgrund all der Riesenwunden an ihrem Körper, ist sie verblutet. Das Buntglasfenster liegt in Scherben. So weit war es schon, ne? Ah ja. Grayson Red. Erst mit der Ankunft der beiden wurde es eine richtige Party. Grayson, der ein richtiger Spitzbube, aber bei Gott, er ist witzig. Beziehungsweise war. Red hätte wirklich alles für ihn getan. Ich bin mir fast sicher, dass er viel schmerzhafter gewesen wäre, wenn Grayson als erster verschieden wäre und Red ihm dabei beim Sterben zugesehen hätte. Ja, vielleicht ändere ich das. Wow. Leicht sadistisch veranlagt, der Junge, ne? Halleluja. Wie wahnsinnig muss man sein, jemanden auf diese Weise zu foltern? Hier liegen Schwerter. Ne, das sind Schwerter, durch den Strom geht das langsam runter. Hier unten ist einer an so ein spezielles Ei gekettet. Wurde wie die Motte vom Licht angezogen von dem Ei und dann ist die Falle zugeschnappt. Und hier ist der Kollege, der noch versucht hat, ihn zu befreien. Aber durch den Strom ist der komplette Käfig unter Strom gesetzt und dadurch ist er natürlich verkohlt. Er gab sein eigenes Leben, um Grayson zu retten. Das ist wohl wahr. Ah, Aurum. Ich habe ihn in einem Ofen schmelzen lassen, wie ein großer Goldbarren. Wow. In meinem Anwesen gibt es viele seltsame und wunderbare Kreationen, aber ein Aufzug, der gleichzeitig als Verbrennungsanlage dient, das wäre etwas gewesen. Ich stelle mir gerne vor, dass wenn Aurum sich hätte aussuchen können, wie er stirbt, vielleicht seine ähnliche Art gewählt hätte. Wobei er das ja quasi fast getan hat. Ja. Er hatte vergessen, eine der Statuen richtig zu machen.
Hoffentlich hat sein Herz versagt, ehe er vollkommen verbrannt war. Feuer lodert aus dem Ofen. Thanos, was für ein verschwendetes Genie. Er hat nur nicht dieses Anwesen gebaut. Man kann überall ähnliche architektonische Geniestreiche seiner Arbeit finden. Er war ein griesgrämiger und lästiger alter Mann, aber sein Verstand glich einem Rohdiamanten. Zumindest werden seine Werke fortbestehen. Nun, Bone. Das ist mein Geständnis. Übernommen. Wie gesagt, ich bin ein Mörder. Das soll keine Angeberei oder Wichtigtuerei sein. Ich bin deshalb kein guter oder cleverer Mensch. Ich bin voll Sünde und abstoßend. Ich habe alle in diesem Anwesen getötet. Aber es gibt eine Person, die nicht gestorben ist. Also eine Frau, ne? Thanos Körper ist verkohlt. Der Ofen hat ihn geröstet. Dieser schöne goldene Aufzug ist eine Verbindung zwischen dem Horror dort oben und dem Wahnsinn hier unten. Passt. Ein Mann, der ein Ereignis des Tages hier überlebt hat, der in einem zerstörten Körper mit gebrochenem Verstand aufgewacht ist. Sie legten ihm eine Maske aufs Gesicht und ließen ihn durch eine Maschine weiteratmen, bis er wieder stehen konnte. Okay. Wenn der Mann in der goldenen Maske recht behält, dann hilft die Maske beim Atmen. Wer sind die Angestellten hier? Das ist eine verdammt gute Frage. Ein Mann, der seine Zeit angemessen abgesessen hat, die niemals genug sein wird. Wer auch immer in dieser Zelle war, muss schon lange hier drin gewesen sein. Wenn ein Baum so groß wird... Ein Mann, der lebt, während es alle anderen nicht taten. Ich möchte, dass du diesen Mann triffst, Bone. Ich möchte, dass du diesen Mann triffst und dann entscheidest, ob dieser Tag enden soll. Also, ich tippe mal, dass das hier vermutlich die ganzen Leute sind, die wir zwischenzeitlich gerettet haben. Auf der Gruft steht, Eleonore, du fühlst, dass es ein echtes Grab ist. Sie ist hier. Auf der Gruft steht, Lukas. Ist leer. Okay. Die Antwort befindet sich hinter diesen Türen. Komm und finde mich dort. Und ich werde auf dich warten. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Hier sind wir auch Anfang des Spiels gestartet.